Wenn wir soweit vollzählig sind, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu dem Webinar Neustadt Kulturverlag Extra Tipps und Tricks zur Antragstellung. Ich darf mich jetzt auch gleich vorstellen. Mein Name ist Stefan Salomonsberger. Ich bin der Projektmanager von Neustadt Kultur und ich bin hier stellvertretend für das extra zusammengestellte Team aus sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Seite der BKM und des Börsenvereins, das sich um die Beratung im Rahmen des Förderprogramms sowie auch die ordnungsgemäße Abwicklung und Vergabe der Fördergelder kümmert. Dann begrüße ich recht herzlich neben mir im virtuellen Raum Nicola Meyer, Leitung Ressort Verlage bei der Geschäftsstelle der Fachausschüsse im Börsenverein. Und ich begrüße auch recht herzlich Oliver Schenk, Referatsleiter K32. Nein, das ist nicht ein Spionageunternehmen, sondern es ist die Abteilung für Grundsatzfragen Medien und Medienkompetenz bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ich begrüße Sie beide recht herzlich und freue mich, dass Sie heute die Beratung übernehmen. Danke. Hallo. Ja, was erwartet Sie jetzt in der kommenden Stunde? Wie Sie wissen, können Sie seit 1. September als Verlag sich für die Fördermaßnahme Druck- und Produktionskostenzuschüsse für Verlage im Rahmen des Programms Neustadt Kultur bewerben. Ziel ist es, dass Sie neue Projekte beginnen oder gestrichene Titelproduktionen nachholen können. Neben gedruckten Büchern fördert das Programm natürlich auch die Produktion von Hörbüchern und E-Books. Rund um das Thema Förderrichtlinien und Kriterien, vor allem aber über die Antragstellung, erreichen uns jetzt bereits zahlreiche Anfragen per Telefon, per Mail und auch über andere Kanäle. Und diesem großen Nachfragebedarf möchten wir sehr gerne mit diesem Webinar Rechnung tragen. Das heißt, wir werden Sie nun Schritt für Schritt durch den Antrag führen und dabei auf wichtige Punkte eingehen. Parallel dazu haben Sie die Gelegenheit, uns Ihre Fragen hier im Frage- und Antwortforum, aber bitte nicht im Chat zu stellen. Ein Team im Hintergrund steht gerne bereit, die Fragen zu beantworten. Und Fragen, die besonders häufig auftauchen, werden wir dann auch sehr gerne hier in unser Live-Webinar übernehmen. Bevor wir jetzt aber dann endgültig starten, möchte ich Sie gerne noch darauf hinweisen, dass Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt Beratung und Service Neustadt Kultur alle Informationen über das Programm finden und im Speziellen dann natürlich auch über die Förderrichtlinien für Verlage. Zweitens, dieses Webinar wird aufgezeichnet und wird dann ebenfalls dort als Nachschau unter dem Menüpunkt verfügbar sein. Damit bin ich auch schon am Ende mit der Begrüßung und übergebe das Wort an Nicola Meyer und an Herrn Schenk und freue mich auf die kommende Stunde mit Ihnen allen. Wunderbar. Stefan, herzlichen Dank zum einen für die Einführung und die Überleitung. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen an Sie alle hier heute im Forum. Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Verlagen. Gemeinsam mit Herrn Schenk werde ich gleich mit Ihnen durch mal einen Musterantrag sozusagen durchgehen und Sie über verschiedene Dinge informieren, noch auf verschiedene wichtige Aspekte hinweisen. Bevor wir das tun, möchte ich gerne in unser aller Namen, ich sage mal so eine Art Plädoyer der Ruhe aussprechen. Seit Dienstag können Sie die Anträge stellen. Wir haben nun 3 Tage Erfahrung, sage ich mal, mit verschiedenen Anträgen, sowohl aus der Sparte Buchhandel wie aus der Sparte der Verlage. Es freut uns sehr, dass es einen sehr großen Rücklauf gibt, dass es ein großes Interesse mit vielen, vielen Fragen und Anrufen gibt. Wir merken aber, dass rund um die Kommunikation dieser Förderprogramme vor allen Dingen ein Begriff so ein bisschen an Hektik ausgelöst hat, und das ist der Begriff des Windhundrennen. Sie haben sicher gelesen und hören, dass immer wieder die Vergabe der Gelder erfolgt in dem sogenannten Windhundverfahren. Das heißt, first come, first serve. Wer zuerst die Anträge stellt, bekommt auch zuerst Geld. Das ist nur teilwahr, denn wer zuerst Anträge stellt, ist nicht automatisch der, der auch das Geld bekommt. Danach wird ja erstmal geprüft, was ist beantragt worden, wird es wirklich in der Summe, in der Gänze auch ausgezahlt werden können. Vor allen Dingen heißt es aber nicht, dass jetzt innerhalb von 48 Stunden alles weg sein wird und muss, sondern Sie müssen sich einfach überlegen, der Topf umfasst 10 Millionen Euro, das ist sehr, sehr viel Geld. Und wenn jeder Verlag die Maximalsumme von 7,5 beantragen würde, sind über 1.300 Anträge allein für die Verlage möglich. Und
Wir haben jetzt viele Rückmeldungen. Die eine lautet sehr häufig, lohnt sich es überhaupt noch? Es lohnt sich vermutlich nicht mehr. Und wir können mit gutem Gewissen sagen, es lohnt sich und es wird sich auch die nächsten Tage lohnen. So schnell ist dieser Topf nicht leer. Und wir stellen fest, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen sehr hektisch agieren, mehrfach schicken, vielleicht auch irgendwas vergessen. Deshalb möchten Herr Schenke und ich Ihnen jetzt auch ein bisschen die Angst nehmen und vor allen Dingen auch zeigen, dass vieles von dem vermutlich bei Ihnen auch zu Hause und in den Geschäftsunterlagen ist. Aber das eben, weil es nun Steuergelder sind, die vergeben werden, auch einfach bestimmte Bedingungen damit verbunden sind. Und wir bitten Sie wirklich, weil es nicht so schnell zu vergeben ist, diesen Topf, sich hier wirklich die Ruhe und die Muße zu nehmen, alles zusammenzustellen und dann gebündelt, gesammelt und zu schicken. Und wir werden da in der nächsten Stunde immer wieder darauf hinweisen. Aber wie gesagt, Sie haben wirklich alle Zeit der Welt noch und Sie haben auch noch, es ist noch genügend Geld im Topf. So, ich starte nun, gebe meinen Bildschirm für Sie frei. Ich hoffe, das sehen Sie auch gleich mit der Webseite des Börsenvereins. Dort finden Sie auf unserer Startseite direkt zum Einstieg den großen Button hin zu unserer allgemeinen Übersichtsseite. Was ist Neustadtkultur? Wer kann das beantragen? Und dann unterscheidet sich sehr rasch, weil Sie inhaltlich unterschiedliche Fördersummen, unterschiedliche Fördergegenstände haben in Buchhandlung und Verlage. Für Sie ist eben der Verlagspart wichtig. Hier gibt es neben der allgemeinen Übersichtsseite auch noch die Seite der Fragen und Antworten. Hier haben wir alles zusammengestellt. Ich werde die später auch nochmal im Antrag zeigen, an einzelnen wichtigen Fragen, die sowohl im Antrag angeklickt werden können, die Sie aber auch gerne, bevor Sie mit der Antragstellung beginnen, nochmal sich in Ruhe durchlesen können. Der Antrag findet sich hier auf der Seite Förderung für Verlage. Wenn Sie runterscrollen, gibt es nochmal die erste Information, was wird eigentlich gefördert. Wer kann sich bewerben? Die Eckpunkte. Welche Höhen werden an Sie vergeben? Was sind für Voraussetzungen notwendig? Hier finden Sie auch nochmal die FAQs zusammengestellt, aber eben auch sehr wichtig, die Fördergrundsätze der Druck- und Produktionskostenzuschüsse für Verlage, in denen auch die verschiedenen Richtlinien, die dafür maßgeblich sind. Herr Schenk wird es im Einzelnen später nochmal vorstellen, vor allen Dingen auch der Bundeshaushaltsordnung relevant sind und für die Sie eben auch entsprechend mitgeben müssen. Welche das sind, sehen Sie schon mal hier im grauen Kästchen, sodass Sie alle schon mal sich vorbereiten können, aus den Unterlagen, die Sie in Ihrem Büro haben, zusammenstellen können, um dann unten drunter hier zum Antragsformular zu kommen. Der Weiterleitungsvertrag ist ebenfalls von großer Bedeutung für das Gesamtantragsvorgehen, aber darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Jetzt wechsle ich erstmal in das Antragsformular an sich. Und auch hier gibt es einen Punkt, der auch ein bisschen zur Entspannung beiträgt. Wenn man diesen Antrag ausfüllt, gibt es immer am Ende des Antrages auch die Möglichkeit, diesen zwischenzuspeichern, wenn man noch nicht ganz fertig geworden ist, wenn zwischendrin ein Anruf kam, wenn Sie noch irgendwas raussuchen müssen, können Sie hier unter Angaben im Browser sichern. Wichtig ist, dass der Browser auch offen bleibt. Also wenn Sie es abends schließen und irgendwie 2 Tage später suchen würden, dann wird es nicht funktionieren. Aber im Lauf der Antragstellung funktioniert es. Ich habe vorhin schon mal einen Antrag pro forma ausgefüllt und kann deshalb jetzt diese Daten laden. Und Sie sehen, hier ist, ich sage gleich vorneweg, es ist wirklich ein reiner Fantasieantrag. Jegliche Namen und Buchtitel sind reine Erfindung und sind sozusagen nicht aus dem realen Leben. Ähnlichkeiten sind zufällig. Ja, der Beginn ist Antragstellung. Da ist das wahrscheinlich noch relativ einfach für die meisten von Ihnen. Da geht es eben um Namen, um wer ist der Inhaber oder die Inhaberin, Gesellschafter, Gesellschafterin. Es gibt 2 wesentliche Punkte. Wir kommen Stück für Stück nochmal dazu, was muss der Antragsteller denn erfüllen. Es gibt einen wesentlichen Punkt, der Verlag muss seinen Sitz in Deutschland haben.
Und der Verlag muss in den vergangenen 2 Jahren mindestens 3 Publikationen veröffentlicht haben. Es gibt viele Rückfragen, viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht erst 2019 gegründet haben, die natürlich auch jetzt durch Corona nochmal in ihren Plänen eingebremst worden sind und fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt. Und hier müssen Sie sagen, leider nein. Denn Neustadt Kultur versteht sich in diesem Sinne als Förderung für Kollegen, die schon länger am Markt sind, die etabliert sind, weil sie einfach auch die Konstanz dieser Unternehmen, die auch großen Schaden in der Corona-Krise erlitten haben, weiter fördern müssen, möchten. Neustadt Kultur ist keine Gründungs- oder Anschubförderung. Da gibt es sicher auch andere Möglichkeiten, direkt auch zum Beispiel beim Bundesministerium der Wirtschaft für die Kreativwirtschaft. Aber dieses Programm Neustadt Kultur ist wirklich jetzt erstmal für die schon auch am Markt etablierten Unternehmen gedacht. Die weiteren Punkte kommen wir dann später noch dazu. Es ist möglich, dass jeder Verlag kann einen Antrag für einen Titel stellen. Vom Format her kann das ein gedrucktes Buch, ein Kalender, ein E-Book oder ein Hörbuch sein. Es gibt dann noch eine Unterscheidung, da kommen wir später noch auf die genaue Bedeutung, dass verbundene Unternehmen maximal 2 Anträge für 2 Titel stellen können. Wichtig ist, dass Sie hier am Ende der ersten Adressdaten auch angeben, ob Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind oder nicht. Die Erklärung ist, sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt, dann dürfen Sie und können Sie die späteren Kosten in Nettoangaben ausweisen. Hier geben Sie bitte den Ansprechpartner an. Das ist ja bei Ihnen je nach Unternehmen unterschiedlich. Manchmal ist es der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin in persona. Manchmal ist es vielleicht der Programmleiter, vielleicht der Herstellungsleiter, die Kollegin aus dem Lektorat, wer auch immer dafür zuständig ist. Hier bitte für uns sehr wichtig, dass Sie da nochmal Namen und eben auch die Kontaktadressen mit E-Mail und Telefon uns angeben, weil vielleicht beim einen oder anderen doch noch eine Rückfrage zu stellen ist. Und dann können die Kollegen im Projektteam sich ganz schnell auch an Sie wenden. Wir haben dann hier nochmal die Angaben zu Ihrer Bankverbindung. Das ist, denke ich, etwas, das können wir auch relativ schnell überspringen. Da haben Sie alles vorrätig. Nun kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Herr Schenk, da bitte ich Sie, ein bisschen auszuführen. Das eine ist die Frage nach, was bedeutet es, ein Verlag wirtschaftlich unabhängig sein muss und auch eben nicht in Abhängigkeit irgendwelcher Institutionen sein darf? Und was verstehen Sie auch unter verbundenen bzw. nicht verbundenen Unternehmen? Ja, also die Unabhängigkeit ist eben gedacht, dass nicht ein großer Investor oder irgendjemand, der im Hintergrund steht, der mögliche Verluste ausgleichen könnte. Und deswegen haben wir das nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich und wirtschaftlich bezeichnet und schon beispielsweise ein paar Institutionen aufgeführt, die da in Frage kämen, von denen man abhängig sein kann. Die Frage der verbundenen Unternehmen ist eine, die haben wir gegründet auf § 16 Aktiengesetz, also Konzerne, und dann aber noch ein bisschen konkreter ausformuliert, sodass man im Prinzip sich die einzelnen Absätze anschauen kann, fällt man drunter oder nicht. Und das war im Prinzip also ein Korrektiv, nachdem wir gesagt haben, wir machen keinerlei Umsatzgrenze, also anders als bei den Buchhandlungen kann sich jeder Verlag bewerben, egal wie viel Umsatz er macht. Aber dann gibt es nur 2 Anträge und dann muss man das berechnen also pro verbundenes Unternehmen, damit es einfach, damit es weiter ausgeglichen ist zwischen kleinen und großen Verlagen. Vielleicht weisen wir in dem Fall gleich auch mal darauf hin, wenn Sie diesen Antrag ausfüllen, haben wir immer in unmittelbarem Kontext zu möglichen Fragen, die auftauchen, immer unsere FAQs geparkt, nämlich die immer rot hinterlegt sind. Und wenn Sie darauf klicken, dann öffnet sich ein extra Fenster und dann sehen Sie eigentlich sofort nochmal das, was Herr Schenk jetzt gerade so schön erklärt hat, nochmal in textlicher Form. Und es ist ganz viel selbsterklärend, was da drinnen steht. Wenn Sie darüber hinaus natürlich Fragen haben, beantworten wir sie gerne. Aber im Wesentlichen, wenn Sie den Antrag durchsehen und durcharbeiten, sehen Sie, dass ganz oft diese FAQs
im Kontext von vielleicht zu klärenden Fragen auch stehen. Wenn man nicht schließt, ist man sofort wieder zurück beim Antrag. Das ist nämlich das ganz Bequeme. Genau. Den Angaben zum Verlag folgen dann zunächst mal die Angaben zu den geforderten 3 Titeln in den vergangenen beiden Jahren. Das heißt für die Jahre 2018 und 2019. Sie sehen hier, ich habe da mal ein Muster ausgefüllt. Zunächst geht es darum, wie viel haben Sie in dem jeweiligen Jahr komplett veröffentlicht. Dann können Sie Titel Ihrer Wahl nennen. Das ist, gibt gar keine Vorgaben. Geben hier diese 3 Titel ein und ergänzen dann hier unten die jeweilige ISBN dazu. Und das Gleiche eben auch nochmal für das Jahr 2019 und ebenfalls die entsprechenden Titel. Hier sehen Sie die Frage nach dem, ist es ein Verlag, der zu einem verbundenen Unternehmen gehört. Auch hier, wie Herr Salamonsberger gerade schon hinwies, können Sie auch wieder dann die rot markierten FAQ-Fragen. Und hier wird Ihnen dann automatisch die entsprechende Erklärung nochmal en Detail auch mitgegeben. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit der Projektbeschreibung. Sie wissen ja, einer der Hintergründe dieser Förderung, die auch Frau Grütters damit ins Leben gerufen war, ist die, auf eben die Corona-Krise in der Form zu reagieren, dass man nicht gesagt hat, wir geben jetzt einfach nochmal Geld, dass ein Unternehmen sich behaupten kann, sondern es war ja sehr früh auch zu erkennen, dass viele von Ihnen Projekte, die Sie für den Herbst geplant hatten, abgesagt haben oder geplant haben, in das kommende Jahr zu verschieben, weil uns Leipzig ausgefallen war, weil wir den Lockdown hatten und so weiter. Und deshalb ist es hier der BKM sehr wichtig, dass Sie mit dieser Förderung Bücher, Publikationen, Kalender, E-Books, Hörbücher für Sie unterstützt, die Sie vielleicht verschoben oder gar nicht gemacht hätten, die aber wirklich Ihnen am Herzen lagen und die mit dieser Förderung nun jetzt doch auf den Markt kommen sollen. Deshalb ist hier einfach die Bitte, einfach mal aufzuschreiben, was ist das für ein Titel, warum möchten Sie ihn jetzt doch machen, was hat Sie auch darin gehindert, wie war die Ausgangslage und wann soll er in welcher Form erscheinen. Ich habe jetzt hier einfach mal einen großen Bildband genommen und habe gesagt, gut, die Fotografen konnten wegen des Lockdowns nicht reisen, es war alles geschlossen, zusätzlich Umsatzeinbrüche. Das sind alles Aspekte, die viele andere bei Ihnen auch sehr viel Kosten haben entstehen lassen und die vielleicht jetzt mit dieser Neustadt Kulturförderung einfach doch noch auf die Bahn und in eine andere Form von Rennen sozusagen auch kommen. Hier dann auch die ISBN, die Sie für vorhalten. Und da möchte ich das Stichwort Neuerscheinung aufgreifen. Es gibt viele, die fragen, was verstehen Sie denn unter Neuerscheinung? Kann ich auch ein Buch, das ich gerne hätte nachgedruckt in diesem Frühjahr, jetzt nun nachdrucken? Es gibt eine, sag mal, einfache Definition. Zum einen ist die Neuerscheinung wirklich die reelle Neuerscheinung, das Buch, der Titel, der Kalender, das Hörbuch, das bisher noch nicht auf dem Markt war und damit wirklich eine Neuerscheinung im ganz klassischen Sinn ist. Es gehen aber auch Neuerscheinungen im Sinne, dass Sie eine frühere Auflage überarbeitet haben, dass sie aktualisiert wurde, dass vielleicht die Bilder ausgetauscht wurden, dass Kapitel ergänzt worden sind. Also ein Buch, das bereits bestand und für das nun eine weitere neue, nenn es mal geistige oder urheberrechtliche Leistung für nötig ist, das ist dann als überarbeitete Neuerscheinung und damit auch nach den Vorgaben der ISBN-Linien auch eine neue ISBN bekommt. Auch das ist eine Neuerscheinung im Sinne dieser Förderung. Punkt 7, die Nachhaltigkeit. Dem möchte ich vorweg schicken, dass generell es ja eine Mindestsumme gibt, ab der gefördert wird. Das ist im Fall der Verlage die Mindestsumme von 2.500 Euro. Und die Maximalsumme ist 7.500 Euro. Planen Sie ein Buch oder eine andere Publikation mit einer besonderen hohen Grad der Nachhaltigkeit, so besteht die Möglichkeit, die 7.500 Euro auf eine Förderung von 10.000 Euro aufzustocken. Hierzu
Müssen Sie dann hier unten, das ist ja doch ein bisschen vorgreifen. Wo haben wir es? Wo haben wir die hin? Ja. Die Hinweise hier ist gerade die bitte? Drin. Die Hinweise, wenn du die Hinweise meinst. Ja, für die. Die Hinweise stehen direkt drunter, das ist blau, das sieht man ein bisschen immer schlecht, wenn man einen geteilten Bildschirm, da bist du gerade schon drüber gefahren, müsstest du nochmal hoch zurück. Aber vielleicht nehmen wir, gerade wenn es um die Nachhaltigkeit geht und es geht um die Hinweise zur Nachhaltigkeit, nehmen wir mal gleich eine Frage mit hinein, die hier gestellt worden ist, so eine ganz kleine tricky Frage. Wenn man zum Beispiel wenn man FSC-Produktion anwendet, ist dann überhaupt die Verwendung von Einschweißfolie erlaubt? Das heißt, man produziert nachhaltig, schweißt aber das Produkt nachträglich ein. Wäre das dann ein Ausschlusskriterium? Und vielleicht kann man da auch gleich dazu sagen, dass unser Team im Hintergrund das bereits beantwortet hat. Die Folie darf nicht vorhanden sein, wenn Sie den Bonus für nachhaltige Produktion nach Punkt 10.3 unserer FAQs beantragen. Das bedeutet also, wenn Sie nachhaltig produzieren, dann muss es auch wirklich eine nachhaltige Produktion sein und das schließt in diesem Fall dann auch eine Einschweißfolie aus. Und hier ist der Hinweis, stopp. Genau. Da haben wir es nochmal für die Nachhaltigkeitskriterien. Es wäre ja aber jetzt auch zum Beispiel, um die Förderung für 10.000 Euro zu bekommen, auch nochmal wichtig, ist es eine Cradle-to-Cradle-Produktion, ist eine Komplettproduktion nach den Vorgaben des Blauen Engel oder kumulativ gibt es auch noch die Möglichkeit zu sagen, und das müsste man nachweisen mit den entsprechenden Kostenvoranschlägen, dass die Druckerei auf chemiefreie Druckplatten setzt, dass sie schadstoffarme Farben benutzt, dass sie, wie du sagst, Stefan, keine Einschweißfolien verwendet und auch bei Binde- und Klebstoffen auf entsprechend ökologische Mittel setzt. Genau, so eine Grundstufe an ökologischer Nachhaltigkeit ist sowieso erforderlich. Es muss auf jeden Fall umweltfreundliches Papier sein. Genau. Ja, wenn Sie nicht auf umweltfreundlichen Papier... Hier geht es um die höhere Fördersumme. Das sollte man vielleicht einfach mal betonen. Es ist kein Ausschlusskriterium für die Nichtförderung, sondern hierbei geht es einfach um die höhere Fördersumme für den nachhaltigen Druck. Genau, aber egal wie viel Sie beantragen, Sie müssen immer umweltfreundliches Papier verwenden. Genau, das steht hier, Punkt 3, unter den Hinweisen auch nochmal die Verwendung von umweltfreundlichem Recyclingpapier, Blauer Engel oder FSC-zertifizierten Frischfaserpapier ist bei allen gedruckten Büchern obligatorisch. Genau, und vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn Sie alle Umweltvorgaben erfüllen, aber weniger als 7.500 Förderung beantragen, dann müssen Sie die nicht extra nachweisen, denn Sie würden das ja auch ohne Erfüllung dieser Auflagen bekommen. Das heißt, diesen Nachweis, der ist wirklich nur, ist erforderlich, wenn Sie mehr als 7.500 Fördersumme beantragen. Genau, und jetzt steht, weil wir gerade bei den Maßnahmen sind, so ein letzter Punkt bei den Hinweisen, etwas, was vielleicht auch ganz wichtig ist, dass wir noch darauf hinweisen, die Maßnahme muss bis zum 31. März 2021 abgerechnet sein. Was kann man denn ganz genau darunter verstehen? Was bedeutet in dem Fall abgerechnet? Heißt das, dass das Rechnungsdatum, das letzte Rechnungsdatum, das drauf sein muss, der 31. März 2021 ist? Und auch bezahlt, ja. Genau. Also sag mal, die Belege selbst können, da haben Sie noch 3 Monate länger Zeit, die dann einzureichen. Aber die Rechnungsstellung muss bis spätestens 31. März sein und auch bezahlt sein. Ja, also das ist ein... Das Geld muss geflossen sein. Ja, das Geld muss geflossen sein. Wobei man sagen kann und muss, dass das Geld eben geflossen sein muss, aber das Buch muss nicht erschienen sein bis 31.3. Das kann beispielsweise auch erst am 20. April oder gar am 2. Juni erscheinen, sondern die Maßnahme als solche muss abgeschlossen und verrechnet sein bis zum 31. März. Genau, wunderbar. Und wenn wir schon jetzt vom quasi Ende sprechen, dann sprechen wir doch jetzt mal auch vom Anfang, nämlich die Maßnahmenbeginn. Der steht da oben noch, haben wir jetzt auch in der Erfahrung der letzten 3 Tage gemacht, da steht es noch vermeintlich unscheinbar, der Maßnahmenbeginn. Aber das ganz Entscheidende, Herr Schenk, ist ja, dass die Maßnahme nicht jetzt früher schon, also darf keiner kommen und sagen, ich habe das Buch jetzt schon am
30. August gedruckt und möchte gerne jetzt das Geld dafür haben. Vielleicht könnten Sie einfach auch nochmal da ausführlich zu erzählen, warum ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn in der Form nicht möglich ist. Genau, das ist ein Grundsatz des Haushaltsrechts des Bundes, dass die Steuergelder nur nachrangig eingesetzt werden, also für Projekte, die ansonsten nicht realisiert würden. Wenn Sie das schon realisiert haben, also quasi schon bezahlt haben, die Maßnahme schon abgeschlossen ist, dann war das Geld des Bundes offensichtlich nicht notwendig und dann darf es auch nicht nachträglich ausgezahlt werden. So. Allerdings ist die Maßnahme, muss man vielleicht ein bisschen genauer sagen, es ist nicht das komplette Buch, was hier als Maßnahme gemeint ist. Das heißt, wenn Sie meinetwegen schon den Autor bezahlt haben oder den Lektor oder die Lektorin bezahlt haben, dann ist das unschädlich. Sie bekommen halt dann nur diese Kosten nicht, aber die Druckkosten und Produktionskosten, das ist dann die eigentliche Maßnahme und mit der haben Sie dann noch nicht begonnen. Mhm. Und deswegen können Sie für die dann auch die Fördergelder beantragen. Genau. Damit kommen wir auch gleich schon wieder zu einem nächsten wesentlichen Punkt, nämlich wenn wir jetzt in den 8. Punkt Finanzierungsplan wechseln, die einfache Frage, was darf denn auch verrechnet werden, sprich, was wird auch gefördert? Auch hierzu finden Sie nochmal unter dem Punkt ausschließlich Kosten externer Dienstleister ein FAQ-Feld. Herr Schenk, möchten Sie dazu noch mal was sagen? Weil wir sehr viele Kollegen hatten, die gesagt haben, ja, aber ich könnte doch auch Lektorat oder Layout intern machen. Das sind eben auch Kosten, die häufig auch hausintern übernommen werden können, aber wo auch hier mal die auch Grenze ist, dass wir das leider nicht akzeptieren könnten. Es ist halt unglaublich schwierig, das abzurechnen, zu sagen, was ist das jetzt, wie kann man das dem Projekt zuordnen, diese Kosten, wenn Sie einfach normale Personalkosten haben und davon einen Anteil abrechnen wollen. Und deswegen haben wir einfach aufgrund der einfachen Handhabbarkeit, und das sind ja über 1000 Anträge, mit denen Sie pro Programm rechnen müssen, haben wir gesagt, dann akzeptieren wir nur die externen Kosten, um auch alles schneller über die Bühne bringen zu können und alle Anträge auch schneller bescheiden zu können. Denn sonst, sitzen Sie wahrscheinlich nächtelang darüber, um die Kosten auseinander zu klamüsern. Und zwar nicht nur auf Verlagsseite, auf Antragstellerseite, sondern eben auch bei Ihnen im Börsenverein. Genau. Vielen Dank. Hm? Ja, Sie sehen das auch in der Übersicht. Förderfähig sind in der Tat die reinen Druck- und Produktionskosten. Es werden keine Kosten erstattet, das ist ganz, ganz wichtig, die in irgendeiner Form mit der Urheberschaft zu tun haben. Sprich, es werden keine Autorenhonorare übernommen, es werden auch keine Honorare für Fotografen oder Illustratoren übernommen, die als Urheber an dem Buch beteiligt sind. Also beispielsweise bei einem Bilderbuch, das aus einem Illustrator, aus einer Autorin erstellt worden ist, die auch beide auf dem Cover erscheinen, auch als Urheber erscheinen, sind in diesem Fall weder die Autorin noch der Illustrator, deren Kosten erstattet werden. Machen Sie beispielsweise einen Ratgeber, ich sag mal, über Häkeln mit kleinen Illustrationen, die einfach nur sagen sollen, wo bleibt die Masche, wo wird sie fallen gelassen? Und der Illustrator, die Illustratorin ist nicht Urheber, sondern sozusagen in Anführungszeichen Zulieferer. Dann sind es externe Kosten und auch Kosten, die nichts mit der Urheberschaft zu tun haben und daher auch förderfähig sind. Es gibt sehr, sehr viele Fragen danach, ob denn auch Übersetzungskosten gefördert werden. Übersetzungskosten werden von diesem Programm der Neustadt Kultur nicht unterstützt und gefördert. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es einen Übersetzerfonds gibt. Ich glaube, Herr Schenke, das ist auch die Website, gell, übersetzerfonds.de, worunter Sie sich informieren können. Und da gibt es auch nochmal von Neustadt Kultur eine eigene Förderung für Übersetzer und Übersetzerinnen. Genau, also wir haben das auf unserer Website, also kulturstaatsministerin.de, zusammengefasst nach Branchen, die verschiedenen Programme. Und für die Buch- und Verlagsbranche gibt es allein, ich glaube, 5 oder 6. Da werden zum Beispiel auch Lesereisen gefördert, aber auch Übersetzungen. Und das ist da zusammengefasst mit den entsprechenden Links jeweils, wo man die Anträge stellen kann. Also kulturstaatsministerin.de und dann finden Sie es sehr, sehr schnell.
Würde es sich denn, weil das eine Frage im Forum war, würde es sich denn ausschließen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Publikation habe, da lasse ich mir die Übersetzungskosten von anderer Seite fördern und beantrage über Neustadt Kultur die Produktionskostenzuschüsse für dasselbe Buch? Würde sich das ausschließen oder kann man beides beantragen? Ist es möglich? Es ist möglich, aber es ist eine kleine Herausforderung, denn Sie haben die Grenze des Beihilferechts, dass Sie insgesamt nicht mehr, also mindestens 30% Eigenanteil haben müssen. Und das gilt dann für beide Stränge? Das gilt dann für die komplette Produktion des Buches. Also das steht in dieser AGFO, in dieser berühmten allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. Und da ist es nochmal genauer definiert, was sind die beihilfefähigen Kosten und von denen müssen Sie 30% Eigenanteil tragen. Mhm. Also Beihilfe ist der europäische Begriff für Zuschüsse oder Subventionen. Und da müssen Sie dann genau achten. Deswegen würde ich raten, erstmal mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, wie dieser Eigenanteil genau berechnet wird. Aber ja, das ist prinzipiell möglich, wenn Sie unter oder einen Mindestanteil von 30% Eigenanteil weiter haben. Wunderbar, vielen Dank für die rasche Beantwortung. Ich möchte der Vollständigkeit halber bei den Förderfähigkosten noch kurz auf die Hörbücher eingehen, weil die ja doch ein bisschen andere Kostenpositionen haben als Bücher oder Kalender. Wir haben es aber auch hier nochmal in unseren FAQs zusammengefasst. Da können Sie Produktionskosten ansetzen, Studiomiete, Studiotechnik oder auch die Berechnung der pauschalen Produktionsstunde. Das ist hier ebenso möglich, sowie auch natürlich Druck und Gestaltung von Booklet und den Schubern, kleinen Umschlägen für die CDs. So, dann würde ich weitergehen im Antrag. Wir kommen dann hier zum Finanzierungsplan, wo Sie die einzelnen Posten, die für Ihr Projekt relevant sind, auflisten. Ich habe jetzt in meinem Beispiel mal Honorare für Fotografen hineingestellt, Layout, Druck, Satz. Sie können entweder hier hinten mit dem Minus die Reihen verkleinern oder wenn Sie noch mehr hinzufügen würden möchten, am Punkten mit einem Plus neue Reihen hinzusetzen. Das Programm erstellt Ihnen automatisch eine Rechnung. In diesem Fall würde das ganze Projekt erstmal 16.500 Euro veranschlagen. Und von hier aus wechselnd würde man jetzt berechnen, wie ist denn eigentlich der Mittelbedarf, den ich habe und wie viel davon setze ich als Antrag für eine Förderung an. Da gibt es, Herr Schenk, Sie hatten gerade schon kurz darauf hingewiesen, die Notwendigkeit der Eigenmittel, die eingebracht werden müssen. Im Falle der Verlage sind das 30%. Wenn Sie hier auch noch mal kurz sagen, welche Basis dessen da zugrunde liegt. Das ist die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, also ein Gesetz der EU, das detaillierte Vorgaben macht für Beihilfen in verschiedenen Bereichen, unter anderem den Kulturbereich und dann auch nochmal einen extra Absatz hat für die Förderung von Literaturwerken, wie es genau heißt. Ich glaube, Artikel 53 Absatz 9 und da steht das dann ganz genau drin, was alles beihilfefähig ist und sehr was gut. Nicht. Sie mussten das mal auswendig lernen, Herr Schenk. Stimmt's? Ich habe es jetzt so oft gelesen, dass ich es auswendig kann, ja. Ich habe schon ein paar Wochen und Monate mit verbracht in Vorbereitung. Ja. Genau. Ja, und es gibt häufig dann die Frage, ja, und wo berechne ich denn, wie setze ich denn jetzt an oder woher weiß ich denn, was mir theoretisch an Fördersumme möglich ist? Bei 16.500, also wenn man, ich habe es vorhin mal ausgerechnet, finde aber gerade meinen Zettel auf meinem Schreibtisch nicht. Ich habe es gerade nochmal ausgerechnet, also 16.500, wenn Sie davon 30% abziehen würden, wären Sie immer noch bei, ich glaube, 11.500, das heißt also über den maximal möglichen 10.000 Euro für eine vollumfängliche, nachhaltige Produktion. Das wird natürlich nicht gefördert und von daher, das heißt ja auch, wie Sie oben sehen, mindestens 30%. Das heißt, Sie könnten in dem Fall die 10.000 Euro ansetzen und müssen dann als Eigenmittel 6.500 Euro aufbringen. Das ist mehr als 30%, aber eben die Fördergrenze liegt ganz klar bei den 10.000 und damit ist auch die Deckelung klar. So. Uns erreichen ganz kurz
Wenn du noch mal ganz kurz zurückscrollst, weil ich glaube, also beim Finanzierungsbedarf, da können wir noch mal ganz kurz ein paar Fragen gleich einbauen, die uns hier live gestellt worden sind, die alle so einen ähnlichen Charakter haben. Man muss ja für die einzelnen Posten, und du hast ja oben etwas angegeben, zum Beispiel Honorarfotograf oder immer Kostenvoranschläge mit einreichen. Und ganz viele Fragen erreichen uns dazu, wie alt zum Beispiel diese Kostenvoranschläge sein müssen. Können die auch von dem vorigen Jahr, also von 2019 sein? Was passiert, wenn man immer mit einem bestimmten Fotografen zusammenarbeitet? Muss man dann trotzdem noch zwei andere Honorare oder was nennen? Wie sieht das ganz konkret aus mit diesen Kostenvoranschlägen, die man einreichen muss zu diesen einzelnen Posten und die ein wesentlicher Bestandteil sind von dem Antrag? Generell müssen Sie diese drei Kostenvoranschläge nur bei Beträgen über 1.000 Euro einreichen. Das ist so eine Vorgabe des Haushaltsrechts oder der Bundeshaushaltsordnung. Das Alter, würde ich sagen, das kann auch aus 2019 sein. Also da sehe ich jetzt kein Problem. Das ist ja nicht in der Regel etwas, was großen Schwankungen unterworfen ist oder wo es dann mal ganz steil nach oben oder wieder nach unten geht. Deswegen durchaus auch ein Jahr alt. Wenn Sie natürlich immer mit demselben zusammenarbeiten, ja, bin ich jetzt überfragt, ob Sie dann formal, um der Form Genüge zu tun, auch noch zwei einreichen müssen oder nicht. Das würde ich eher vielleicht nochmal recherchieren und im Nachgang beantworten wollen. Gut, dann nehmen wir mal die Frage auf. Und diejenigen, die uns diese Frage gestellt haben, bitten wir einfach, unter der entsprechenden E-Mail-Adresse, die Sie auf der Website finden, uns dann das per Mail zukommen zu lassen. Und dann bekommen Sie auch in jedem Fall eine gute Antwort von uns. Das ist dann verlag-neustadtkultur@boeuf.de. Und dann beantworten wir natürlich sehr gerne im Nachgang dann diese Frage. Gut, also dann sind wir jetzt bereits nach dem Finanzierungsplan und dem Ausrechnen, wie viel Fördermittel man erreicht, bei den sonstigen Erläuterungen. Was kann ich denn mit dem Feld eigentlich machen? Sonstigen Erläuterungen, da bitten wir Sie, all das reinzuschreiben, was Sie, wie manchmal sagen, immer uns schon sagen wollten. Vielleicht gibt es aber auch einfach so einen Punkt, wie das, was Herr Schenk auch gerade noch am Überlegen war, dass Sie eben möglicherweise zwei, drei Kostenvoranschläge mit eingeben, aber sagen, mit dem und dem arbeite ich immer gerne zusammen. Oder ich hatte die Woche einen Fall, kommt mir gerade, was ich zum Beispiel wichtig finde, ist, dass jemand nachfragte, der immer mit einem bestimmten Illustrator zusammenarbeitet, was ja zum Beispiel bei Reihentiteln essentiell ist, weil vielleicht die Reihe schon besteht oder dieser Illustrator immer für bestimmte Themen und so gebucht und angefragt wird. Und dann wäre es natürlich nicht besonders sinnvoll, wenn auf einmal nur wegen der Förderung ein neuer Illustrator in diese Reihe reinbrechen würde sozusagen. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, den Sie uns unter sonstigen Erläuterungen nennen können, dass Sie sagen, ich gebe hier nur den Illustrator, die Illustratorin XY an, weil eben sie schon unsere Reihe geprägt hat oder wir immer in diesen Themen mit ihnen zusammenarbeiten. Und dann versteht auch unser Team im Hintergrund, die das dann auch auswerten müssen, warum es hier vielleicht auch nur einen Vorschlag von ihrer Seite gibt. Also das ist so ein Punkt, das mag vielleicht auch mit dem einen oder anderen Posten sein, dass sie sagen, da muss ich nochmal was nachschicken, weil die Druckerei vielleicht noch in Ferien ist oder nicht so schnell uns etwas geben kann. Also alle Dinge, die völlig so aus dem Rahmen fallen, wo sie das Gefühl haben, das ist nicht ganz, aber es ist mir wichtig, dann schreiben Sie es bitte hier mit dazu. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich den Anlagen. Also es geht ja nicht nur um die Ausfüllung des Antrages an sich, die Daten, die wir brauchen, sondern wir benötigen auch ein paar sehr essentielle Anlagen. Zum einen ist sehr, sehr wichtig, da kommen wir aber später nochmal drauf, der Weiterleitungsvertrag. Da fragen auch immer sehr viele, in welchem Umfang oder was bedeutet der. Da kommen wir aber eben später dazu. Den kann man sich hier, Sie sehen hier unten, schon mal runterladen. Dann als Anlage der eben schon diskutierte Nachweis über die veranschlagten Druck- und oder Produktionskosten. Dann ein Handelsregisterauszug oder ein Gewerbeschein, um einfach auch Ihr
professionelle Anmeldung darzustellen. Alternativ, das hängt natürlich sehr, sehr stark ab, auch welche Gesellschaftsform Ihr Unternehmen hat, entsprechend einen Gesellschaftsvertrag oder Gründungsdokumente. Gegebenenfalls, wenn es beispielsweise, wenn Sie als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin hier nicht maßgeblich beteiligt sind, sondern dass ein Mitarbeiter vertretungsweise überlassen, dann auch die Vertretungsberechtigung des Mitarbeiters. Und dann kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Herr Schenk, da bitte ich Sie auch noch mal wieder in den Ring. Das ist nämlich eine sehr, sehr häufig gestellte Frage nach dem Nachweis der ordnungsgemäßen Geschäftsführung, die ja auch sehr wichtig ist, um zu sehen, dass das Geld auch in gute Hände kommt. Genau, und auch das stammt, ist ein Grundsatz dass der Projektförderung, dass Sie Geld nur an Empfänger geben, die damit sauber umgehen können oder die Gewähr bieten, dass sie es wohl tun werden. Und das kann man durch eine ordnungsgemäße Geschäftsführung nachweisen, die wiederum, da gibt es jetzt keinen einen Königsweg, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die in den FAQs auch aufgeführt sind, ob das ein Testat eines Wirtschaftsprüfers ist oder eine einfache Bankauskunft, dass man quasi immer seine Kredite bedient hat. Das alles kann dazu dienen. Aber irgendeinen Nachweis brauchst, irgendeine Gewähr, dass mit dem Geld sorgsam umgegangen wird und es genauso auch ausgegeben wird, wie versprochen und beantragt. Genau. Diese Anlagen benötigen wir wirklich, also es gibt eigentlich nur zwei Anlagen, die wir wirklich ausgedruckt und unterschrieben von Ihnen benötigen. Fangen wir so rum an. Das ist der Antrag und der Weiterleitungsvertrag. Und alle anderen Unterlagen, die wir dazu erbitten, Kostenvoranschläge, eben Nachweis der ordentlichen Geschäftsführung, hängen Sie bitte als eigene Datei diesem Vertrag an. Die benötigen wir nicht ausgedruckt. Also wir möchten auch hier nicht nur Nachhaltigkeit fördern, sondern auch nachhaltig agieren. Und wir haben auch im Börsenverein nicht so viel Platz für alle Ausdrucke von, was weiß ich, über 1000 Antragstellern. Wir sind schon alle am Räumen, aber so ist es dann doch nicht. Und deshalb können Sie hier wirklich einfach draufklicken. Dann geht was auf und dann können Sie Handelsregistereintrag oder einfach mit einem Klick den Kostenvoranschlag und noch die Rechnung alles zusammen hier mit hochladen. Also Sie können bis zu 20 Dateien hochladen, da gibt es wirklich sehr, sehr viel Platz. Und das sei auch dazu gesagt, dieser Antrag geht nicht raus, bevor dort nicht etwas hochgeladen ist. Also wir brauchen mindestens eine Unterlage digital, das ist vor allen Dingen auch Ihr Handelsregisterauszug, aber wie gesagt, packen Sie alle Anlagen hier digital als Scan dazu. Auch hier nochmal den Aufruf vom Anfang. Sie haben Zeit, das in Ruhe alles vorzubereiten. Und das ist sozusagen ein Pflichtfeld, auch wenn es kein Sternchen hat. Aber wenn hier nichts hochgeladen wurde, dann geht auch der Antrag an uns nicht raus. So, und jetzt gibt es noch eine ganze Ladung von Erklärungen, die Sie uns einfach anklicken müssen. Wir hatten das eingangs schon mal. Es geht zunächst, der antragstellende Verlag wird nicht überwiegend öffentlich finanziert. Bei der geplanten Publikation handelt es sich um eine Neuerscheinung. Das hatte ich Ihnen gesagt, wie da die unterschieden wird. Bei der geplanten Publikation handelt es sich nicht um eines der folgenden Genres oder Formate: Periodika, Lexika, Registerproduktionen, Plakate, Landpost und andere Karten, Werbekataloge. Und hier der Hinweis, den Herr Schenk vorhin auch schon gesagt hatte, sofern es sich bei der geplanten Publikation um ein gedrucktes Buch handelt, wird beim Druck ausschließlich umweltfreundliches Recyclingpapier oder FSC-zertifiziertes Frischfaserpapier eingesetzt. Entschuldigung. Dann auch nochmal der Hinweis mit dem Produktionsschritt, für den der Zuschuss beantragt wird, wurde noch nicht begonnen. Wenn es denn doch, warum auch immer nötig ist, sehen Sie hier auch nochmal ein FAQ zu dem Stichwort, es ist doch wird ein förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt. Das erklären wir Ihnen hier nochmal, was darunter verstanden wird, was das sein kann und was möglicherweise auch genehmigt wird. Wichtig ist aber, dass wenn Sie das beginnen, damit nicht automatisch das Recht erwerben, dass dann auch am Ende die Förderung, der Förderung stattgegeben wird. Also hier sollten Sie wirklich genau überlegen, je nachdem auch wie Ihre Produktionsschritte sind, machen Sie das,
wollen Sie, das geht es tatsächlich nicht anders. Aber wie gesagt, es erhebt sich damit kein Anspruch auf eine Zuwendung. Also vielleicht da auch nochmal zur Erläuterung. Mit der Maßnahme haben Sie dann begonnen, wenn Sie unwiderrufliche rechtliche Verpflichtungen eingegangen sind. Also den Vertrag abgeschlossen haben für den Druck oder vielleicht auch sogar schon bezahlt haben. Aber spätestens dann, wenn Sie den Vertrag abgeschlossen haben und kein Widerrufsrecht haben. So, wann macht das Sinn? Im Prinzip dürfen Sie diese Bindung erst eingehen, wenn Sie einen Bescheid bekommen haben vom Börsenverein, dass Sie die Förderung bekommen und der Börsenverein quasi die zweite Unterschrift unter den Weiterleitungsvertrag gesetzt hat. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Also es kommen ja schon ein paar Anträge und die müssen auch geprüft werden. Wenn Sie also damit beginnen wollen, bevor Sie mit dem Bescheid rechnen, dann macht es Sinn, dieses Kästchen anzukreuzen. Gut, dann ein Passus. Die geplante Publikation enthält keine jugendgefährdenden, gewaltverherrlichen, verfassungsfeindlichen und strafbaren Inhalte. Man glaube ich, nicht weiter ausführen. Dann eben die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung des Bundes, von denen Herr Schenk auch schon sprach, wurden zur Kenntnis genommen und die Beachtung wird zugesichert. Sie können auch hier einfach, Sie sehen, es ist aktiviert, das ganz schnell im Netz sich runterladen und anschauen. So, und jetzt kommt auch ein ganz wichtiges. Das ist natürlich jetzt so ein Punkt, da setzt man doch immer ganz leicht seinen Haken, Herr Schenk, und sagt sich, ja, natürlich nehme ich die allgemeine Nebenbestimmung für Zuwendungen zur Projektförderung des Bundes zur Kenntnis und bestätige es, aber dahinter verbirgt sich ja dann doch ein bisschen Lesematerial für einen netten Abend, oder? So dass ist es. Die sind Fall relativ. Durchgelesen haben soll, ja. Das würde ich jedem empfehlen, die sich einmal durchgelesen zu haben. Die sind ziemlich lang, ja, das stimmt. Die betreffen alle Projektphasen. Das heißt, man kann sie auch abschnittsweise lesen, wann was für einen relevant ist. Also von der Antragstellung bis zur Anforderung von Geldmitteln bis am Ende zur Einreichung der Belege und Nachweise. Aber die sind verbindlich, die werden als zum Teil des Vertrages erklärt und die sind eben wichtig, dass man alle Pflichten auch erfüllt. Das heißt, unser Tipp, weil wir haben das Ganze ja auch Tipps und Tricks genannt, wir raten Ihnen dazu, lesen Sie es durch, lassen Sie es sich vorlesen zum Beispiel, öffnen Sie sich eine Flasche Wein dazu oder mampfen Sie nebenbei ein großes Stück Schokolade. Das hilft dann vielleicht bei dem Durchkauen dieser auch speziellen Sprache, die sich ja auch immer dahinter verbirgt. Die ist in der Tat nicht, keine leichte Kost, ja. Aber wir haben es ja nett daneben, glaube ich, auch nochmal ganz gut in den FAQs ein bisschen in einfachere Sprache übersetzt. Aber auf jeden Fall sollte man diese Sachen lesen, bevor man ein Häkchen setzt, weil sich dadurch einfach auch nochmal gewisse rechtliche Verbindungen ableiten. Ja. Genau. Ja. Also das sind, ich sag's mal grob, das sind die AGB des Bundes für die Projektförderung. Das werden wir uns jetzt merken für künftige Mails und Telefonate, Herr Schenk. Super, danke. Genau. Ja, aber nicht wesentlich unwichtiger ist ja die nächste Bestätigung, die man als Antragsteller leisten muss, nämlich, dass man kein Unternehmen in Schwierigkeiten hat oder vertritt. Wie doll dürfen die Schwierigkeiten sein oder eben nicht? Genau, auch das ist wieder eine Vorgabe aus dem Beihilferecht der EU. Schwierigkeiten heißt, dass man in finanziellen Schwierigkeiten ist und da geht es um Unternehmen, die im Prinzip kurz vor der Insolvenz stehen. Also bei denen man damit rechnen muss, dass sie zum Beispiel etwas nicht mehr zurückzahlen könnten, falls sie zu viel Förderung bekommen haben. Das heißt, es muss schon ziemlich schlimm um das Unternehmen stehen, damit es ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist. Das ist in dieser AGFO auch nochmal ganz genau aufgeschlüsselt, was da vorliegen muss. Also wenn Sie einen Insolvenzantrag gestellt haben, ist klar. Ne? Aber es gibt auch verschiedene Schritte und Stufen davor. Und das Ganze ist aber auch an Corona-Zeiten angepasst. Denn Sie müssen nur bestätigen, dass Sie nicht am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten waren. Das heißt, wenn es Ihnen da noch gut ging und das Unternehmen noch nicht in Schwierigkeiten war, aber jetzt durch Corona in Schwierigkeiten gekommen ist, dann ist das unschädlich. Dann erfüllen Sie dieses Kriterium trotzdem und können das Häkchen setzen. Und diesen Nachweis erbringe ich dann durch eine Bankauskunft? Oder wie kann ich so einen Nachweis dann erbringen? Nein, das ist...
Das ist eine Auskunft von Ihnen, die, wenn Sie jetzt meinetwegen schon einen Insolvenzantrag gestellt hätten, falsch wäre und dann einen Subventionsbetrug darstellen würde. Aber genau, aber Sie müssen jetzt nicht noch einen extra Nachweis bringen. Es ist nur, es ist eine Erklärung von Ihnen, die aber, wenn sie falsch ist, strafbewehrt wäre. Also hier zählt es auch dazu, das ist der nette, das ist der zweite Abend dann, ne? Nach dem Anfest liest man am nächsten Abend dann die AGFO noch durch. Also in Frankfurt hat es heute Abend Wolken, da will man dann so ein Wohnungshaus und dann kann man gleich schon mal anfangen. Genau. Der nächste Punkt, den hatten wir ja schon eben in aller Deutlichkeit, bis zum 31. März müssen alle Ausgaben abgeschlossen in Rechnung vorliegen und dann nachzuweisen sein. Möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, das ist dann das nächste Modul der gesamten Förderung, aber da wird Stefan Salomonsberger Sie noch zum gegebenen Zeitpunkt wieder umfangreich informieren, dass dann nämlich zwischen dem 1. April und dem 30. Juni von Ihrer Seite die Nachweisprüfung gegenüber dem Börsenverein erbracht werden muss. Das heißt, alle Unterlagen dann zur Prüfung, ob die Maßnahmen in der beantragten Form stattgefunden haben. Aber das, wie gesagt, ist ein Schritt nach dem 31. März. Und Stefan, ich denke, da hast du vorher noch genügend Kommunikationsmöglichkeiten drüber. Absolut. Und ich nehme jetzt mal ganz kurz noch eine Frage rein, die natürlich auch, glaube ich, ganz viele bewegt ist, weil natürlich auch der 31.3. oder das zum Ausgeben der Fördermaßnahmen ist ja auch schon ein ganz gewisser sportlicher Zeitraum und man natürlich auch alle ein wenig mit den Hufen scharen, wann es denn zum Loslegen geht oder wann die Gelder bewilligt werden. Aber ich glaube, Sie erkennen schon anhand des Antrags und diesen ganzen Nebenbestimmungen und den rechtlichen Kriterien, dass wir natürlich ein ganz hohes und sehr genaues Prüfaufkommen haben, weil nicht nur Sie in der Pflicht sind, sorgsam mit den Geldern umzugehen, sondern der Börsenverein dies gegenüber dem BKM natürlich auch nachweisen muss, dass er ordnungsgemäß die Gelder weitergegeben hat. Das heißt, wir müssen ganz genau prüfen und sind deswegen natürlich auch umso mehr auf Ihre Hilfe angewiesen. Also je genauer und je konkreter und je besser Ihre Angaben sind, desto zügiger können wir auch die Anträge bearbeiten, müssen trotzdem genau prüfen. Und daher bitte ich Sie auch wirklich, den Antrag auch erst einzureichen, wenn Sie wirklich alle Unterlagen zusammen haben. Ich glaube, da geht ein bisschen dann die Qualität vor der Schnelligkeit. Mhm. Das erleichtert den allen den Vorgang. Der Topf ist gut gefüllt. Aber wir sind in der Verpflichtung, bei den öffentlichen Steuergeldern besonders sorgfältig zu agieren. Weil Sie möchten ja nicht, dass ich irgendwie dann hafte. Genau. Der nächste Punkt ist auch einer, den ganz viele nachfragen, was soll ich denn da eigentlich nachweisen, wie soll ich das belegen? Nämlich die beantragte Maßnahme kann nicht oder jedenfalls nicht zeitnah, das heißt bis zum 31.03. ohne BKM-Mittel finanziert werden. Wie sieht es da aus, Herr Schenk? Ja, das ist im Prinzip, bestätigen Sie da, dass Sie nicht geplant haben, diesen Titel zu veröffentlichen bis nächsten März. Okay. Es kann gut sein, dass Sie ihn auf später verschoben haben, dann ist das in Ordnung. Es ist wieder dieser Grundsatz der Nachrangigkeit des Einsatzes von Steuergeldern. Wenn Sie etwas sowieso geplant hätten, dann brauchen Sie offensichtlich kein Steuergeld dafür. Aber das müssen Sie jetzt nicht durch besondere Belege nachweisen. Es reicht, wenn quasi in Ihrer Planung dieser Titel bis März nicht vorkommt. Und das bestätigen Sie einfach nur durch Ankreuzen dieses Kästchens. Genau, gut. Also kommt keiner und prüft das Konto. Bei der nächsten, die ist zur Hälfte, haben wir darüber schon gesprochen, verfügbare Eigenmittel werden soweit möglich mindestens in Höhe von 30% der Gesamtausgaben der Maßnahme zur Finanzierung eingebracht. Den Hintergrund hatten wir an einer Stelle schon. Sehr wichtig wäre mir nochmal das Stichwort andere Förderung. Sie haben es schon gesagt, Herr Schenk, wenn man andere Fördergelder dafür das Projekt bereits beantragt und ausgezahlt bekommen hat, geht es nicht, dass man auch nochmal über Neustadt Kultur eine Förderung beantragt. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich eine Soforthilfe in Corona-Zeiten im Frühjahr bekommen oder beantragt und bekommen habe? Da sehe ich jetzt kein Problem. Also ausgeschlossen ist quasi nur zweimal Geld für exakt dieselbe oder sich überschneidende Maßnahme. So, das heißt, wenn Sie von woanders schon Druckkosten bekommen, dann können Sie die nicht nochmal hier beantragen. Das ist sollte eigentlich klar sein. Wenn aber Ihr Autor ein Stipendium finanziert bekommen hat,
dann ist das unschädlich, weil es sich ja nicht deckt mit dieser Maßnahme hier, die ja nur Produktions- und Druckkosten abdeckt. Und die ganz spezielle Frage mit den Übersetzern hatten wir ja auch schon beantwortet. Das ist ja auch trennscharf. Insofern können Sie auch da beide Förderungen in Anspruch nehmen. Und es ist, wenn es immer mal wieder gefragt ist, es ist keine De Minimis-Förderung. Das ist auch mal eine Frage. Nein, es ist keine De Minimis-Förderung. Es ist eine nach der, wir haben die nach ACFO angemeldet. Also, also sagen wir, das ist, ja, wir als BKM haben das einmal für das komplette Programm angemeldet nach ACFO. Und dann, ja, dann wird es sehr detailliert. Also was man wie miteinander kumulieren kann, das steht dann in den jeweiligen Beihilfen drin. Also ob man De Minimis mit ACFO kumulieren kann oder wiederum mit einer anderen, das ist dann jeweils in dieser Förderung geregelt. Aber diese hier ist keine De Minimis-Förderung, das ist eine nach ACFO. Also das ist, wenn die Frage, ist es oder ist es keine? Und die ist klar mit Nein, es ist keine zu beantworten. Genau. Ich willige ein, dass die Antragsunterlagen mit Einreichung des Antrags des Eigentums des Börsenvereins des deutschen Buchhandels übergehen und kein Anspruch auf Rückgabe besteht. Das sollte klar sein, aber auch, wie gesagt, hier nochmal der Hinweis von vorhin, Antragsunterlagen ist uns sehr wichtig. Der unterzeichnete Antrag, der unterzeichnete Weiterleitungsvertrag, weil wir rechtsverbindliche Unterschriften brauchen, und alle anderen Unterlagen bitte an die oben genannte Stelle als digitale Scans beifügen, und dann passt das für alle auch, wie gesagt, unter Nachhaltigkeitsaspekten. Die hiermit getätigten Angaben sowie die Angaben in den beigefügten Anlagen sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. Die Fördermittel werden nur zur Erfüllung des in diesem antragsbestimmten Zweckes verwendet. Alle relevanten Änderungen der beantragten Maßnahmen, insbesondere seiner Finanzierung, werde ich unverzüglich schriftlich dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitteilen. Das ist auch nochmal eine sehr wichtige Bestätigung, die Sie uns und vor allen Dingen der BKM geben. Wie gesagt, es sind Steuergelder, wo wir alle aufgerufen sind, auch zu gucken, dass sie entsprechend verwendet werden. Und Herr Schenk, wie ist es, wenn man die gezahlte Förderung doch nicht voll ausnutzt und der Druck ein paar Euro weniger gekostet hat als das Geld, das man bekommen hat? Dann muss man den Teil zurückzahlen. Genau. Deswegen lohnt es sich ja, diese Sachen durchzulesen. Ne? Ja, nee, dann muss man das zurückzahlen. Ja. Genau. Wenn es weniger gekostet hat. Ja, weil, da kommen wir zu dem letzten Punkt, dann mir sind die Tatsachen nach Nummer 341 bis 343 des Paragraph 44 Bundeshaushaltsordnung als subventionserheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges bekannt. Also, ja, genau. Also vielleicht nochmal zu dem Punkt, vorher, also zurückzahlen müssen Sie natürlich nur dann, wenn Sie unter diesen Eigenanteil fallen, beziehungsweise unter die 10.000 oder 7.500er Grenze. Wenn Sie meinetwegen Druckkosten in Höhe von 15.000 oder 20.000 haben und dann wird es ein kleines bisschen weniger, dann sind Sie ja immer noch weit über diesen Grenzen. Mhm. Dann müssen Sie natürlich nichts zurückzahlen, weil Sie immer noch 10.000 Anspruch hätten, auch mit diesem geringeren Betrag. Ja. Genau, aber wenn Sie es dann nicht, also wenn Sie solche Tatsachen, dass es dann weniger kostet und Sie eigentlich weniger Anspruch auf die Förderung hätten, wenn Sie solche Tatsachen nicht mitteilen, dann sind Sie in der Strafbarkeit. Das ist eben dann ein Subventionsbetrug. Und die relevanten Tatsachen ergeben sich aus der Bundeshaushaltsordnung. Das sind eben so die, sagen wir, die Basics, ne? Also wie hoch ist die Antragssumme, wie hoch sind die einzelnen Posten, der Zeitplan, also die wesentlichen Daten, so ganz kleine Abweichungen natürlich nicht, aber das ergibt sich aus der Bundeshaushaltsordnung. Und wer da bewusst falsche Angaben macht, ist sowieso in der Strafbarkeit, aber man kann diesen Tatbestand auch fahrlässig verwirklichen. Also es lohnt sich schon auch sorgfältig zu sein. Okay. Genau, also wie gesagt, auch wieder nochmal der Appell, in Ruhe und Muße das anzugehen. Ich spare mir ein bisschen aufgrund der vorgeschrittenen Zeit, sehe ich gerade, die ausführliche Lesen. Auch hier gibt es ja eh eine Ladung zu lesen und unsere Branche lebt und arbeitet vom Lesen und mit dem Lesen. Also von daher überspringe ich das ein bisschen, nicht weil es unwichtig wäre, sondern weil es einfach auch der Zeit geschuldet ist.
Hier ist nochmal ein wichtiger Punkt, der auch sich an der DSGVO orientiert. Meine von der Datenverarbeitung hier betroffenen Vertragspartnerinnen werde ich über die oben beschriebene Nutzung der Daten informieren. Das ist ein auch sehr wichtiger Punkt, den meine Kollegin auch mit unserem Datenschutzbeauftragten geklärt hat. Und das ist einfach insofern relevant, dass so wie Sie von Ihrem Partner, Kooperationspartner, die Unterlagen bekommen haben, sei es per Mail, sei es schriftlich, sei es per Telefon, ihn bitte auch auf diesen gleichen Weg rückinformieren, dass Sie seine Unterlagen und seine Daten uns für diesen Förderantrag zur Verfügung stellen. Hier auch nochmal, ich erkläre, dass ich die für die Bearbeitung nach den Vorschriften des Haushaltsrechts notwendigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stelle. Und hier ein ganz wesentlicher Punkt. Mir ist bekannt, dass der Bundesrechnungshof nach den Paragraphen 91 und 100 Bundeshaushaltsordnung berechtigt ist, beim Zuwendungsempfänger eine Vorortprüfung der projektbezogenen Unterlagen durchzuführen. Zu diesem Zweck sind alle projektbezogenen Unterlagen 5 Jahre aufzubewahren. Der Bundesrechnungshof prüft auch Sie, oder nicht Sie, Herr Schenk, sondern die BKM. Und von die daher BKM in regelmäßigen Abständen. Von daher ist es auch gut, dass die Empfänger ihrer Gelder auch wissen, dass gegebenenfalls die Prüfung auch ausgeweitet werden kann. Genau, möglich ist das, ja. Wie gesagt, daher die Unterlagen, die Sie uns zur Verfügung stellen und die Sie ja für sich auch ablegen, bitte 5 Jahre aufbewahren. So, und der letzte Punkt ist nochmal einer, der sich auf die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Börsenverein und um dieses Projekt bezieht. Ich werde auf Anfrage dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels weitere Daten und oder Bildmaterial zu den Projektergebnissen, keine vertraulichen Unternehmensdaten, das ist ganz wichtig, für die Evaluierung der Fördermaßnahme und die Öffentlichkeitsarbeit des Programms, zum Beispiel im Rahmen einer Pressemitteilung, untergeltlich zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist Interesse auch unser aller, auch toll zu sehen, was da für Ideen, für Möglichkeiten kommen und auch wie breit wir da auch ganz unterschiedliche Häuser und Unternehmen auch mit unterstützen können. So, und wenn jetzt Sie am Ende dieses Antrags stellen sind, dann sehen Sie zum einen hier nochmal den Button Eingaben im Browser sichern. Aber viel wichtiger ist, wenn Sie wirklich alles geprüft haben, alle Unterlagen zusammen haben, hier dann können Sie auf diesen Button Antrag einreichen klicken. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Ich glaube, Sie müssen erst die Meldung wegklicken, dass die Daten gespeichert wurden. Ah, ich habe. Oder? Das ist gut, dass Sie es sagen, weil ich hier wiederum meinen Zoom-Fotorahmen über dieser Meldung hatte. Deswegen habe ich nicht gesehen. Danke, Herr Schenk. Ja, das ist nicht zusammen. Aber weil ich dann immer runtergucke, da habe ich jetzt schon diesen Fotorahmen nach oben gemacht. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Dann sage ich jetzt mal Antrag anreichen. Und habe hier einen Hinweis. Sie sehen, es wird geprüft. Da mache ich jetzt der Einfachheit halber meine Adresse rein. Was ja auch ganz beruhigend ist, dass wenn irgendetwas nicht stimmig sein sollte, dass dann, wie zum Beispiel, man hat aus Versehen irgendwas Falsches eingegeben, ISBN, also Bankleitzahl oder BIC oder sowas, dass dann einfach das System sich auch nochmal meldet und sagt, da oder da fehlt ein Haken. Genau, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal so durch. Jetzt müsste es aber endlich stimmen. Er arbeitet. So. Jawohl, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Sehr gut. Und Sie sehen hier auf dem Button Antrag herunterladen, wird Ihnen der Antrag zur Verfügung gestellt als verbundenes PDF. Da ist er. Diesen Antrag drucken Sie nun bitte einmal aus, das ist ganz, ganz wesentlich, ihn auszudrucken und hier unten rechtsverbindlich zu unterschreiben. Da, stopp. Mit Ort und Datum, das ist das eine. Das brauchen wir unbedingt. Den legen Sie dann schon mal ausgedruckt und unterschrieben zur Seite und kommen dann zu dem zweiten Punkt, den wir vorhin genannt hatten. Wesentlich ist dann noch der Weiterleitungsvertrag, den Sie sich entweder direkt oberhalb hier vom Antragsformular runterladen können oder der in den Anlagen schon aktiviert war. Und auch hier, Herr Schenk, erläutern Sie da bitte auch nochmal die Bedeutung dieses Vertrages, dass wir das auch so wichtig haben und nennen. Genau, also eine normale Projektförderung findet direkt zwischen Staat und Bürger statt. Also, und wenn die BKM es machen würde, würde sie einen Bescheid erlassen, einen Verwaltungsakt, einen sogenannten Zuwendungsbescheid. Und da wäre all das geregelt, was in diesem Vertrag jetzt drin steht.
Weil wir aber jetzt den Börsenverein haben, der quasi als Mittler oder zwischendrin Schritt die Förderung übernimmt und sie mangels Hoheitsrechten keine Verwaltungsakte erlassen können, wird das in einem privatrechtlichen Vertrag geregelt. Und in diesem Vertrag steht jetzt eben genau das drin, was sonst in diesem Zuwendungsbescheid drinstehen würde. Wir haben es auch extra so gemacht, wir haben die Felder, die von Ihnen unbedingt ausgefüllt werden müssen, gelb markiert, dass Sie das sehen. Sie sehen auch hier nochmal, der Erstempfänger ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Es ist nicht so, dass wir gerade in der Brauerstraße eine Ladung von Geldsäcken haben, in denen die 10 Millionen drin versteckt sind, sondern auch wir rufen quasi, wir bekommen von der BKM auch immer nur auf Abruf die einzelnen Gelder und sind damit die Erstempfänger der Fördergelder. Zwischen Ihnen und uns gibt es aber niemanden mehr, sodass Sie der Letztempfänger sind. Und deshalb bitte entsprechend hier nochmal Ihre Adressdaten ausfüllen. Hier kommt dann das Datum des heutigen Antrages dazu. Auch nochmal der Gesamtbetrag und am Ende die Bankverbindung, wo das Geld hin überwiesen werden soll. Und am Ende unterzeichnen Sie es bitte, wenn Sie ihn ausgedruckt haben, hier auf der letzten Seite und hier als Letztempfänger. Dann eben packen Sie den papierenden unterzeichneten Weiterleitungsvertrag mit dem unterzeichneten ausgedruckten Antrag zusammen in einen Umschlag und schicken ihn uns zu. Wir werden es dann so machen. Hier ist auch nochmal die Adresse, an denen der Umschlag mit beiden Verträgen, mit dem Antrag und dem Vertrag gehen würde. Brauerstraße 16. Es ist am Ende so, dass wenn Ihr Antrag bewilligt wird, Sie von uns diesen Weiterleitungsvertrag mit unserer Unterschrift dem Erstempfänger zurückerhalten, sodass Sie auch das dann als Versicherung haben, aber eben gleichzeitig auch mit den verschiedenen Paragraphen. Auch hier lohnt sich nochmal ein Durchlesen, also kommt schon einiges heute zusammen, welche Vorgaben mit dem Weiterleitungsvertrag auch verbunden sind. Und den, wie gesagt, schicken wir Ihnen dann von unserer Seite unterzeichnet zurück, wenn der Antrag bewilligt worden ist. Jetzt gibt es immer die Frage, also auch mal nochmal wieder den Kreis zurückzuschließen zum Eingang. Also ich sagte, bitte in Ruhe und ohne Hektik. Ist nämlich immer die Frage, ja, wann ist denn jetzt mein Antrag eingegangen? Wann zähle ich zu dem Windhundrennen und wie und was? In dem Moment, in dem Sie diesen Antrag hier auf der Webseite losschicken, einmal und dann sehen Sie ja auch die Bestätigung. Das ist wirklich auch sehr, sehr gut von unseren Kollegen in Marketing und IT umgesetzt worden. In dem Moment geht dieser Antrag mit allen digitalen Unterlagen, nicht nur mit Datum, sondern mit genauer Minuten- und Sekundenangabe bei uns ein. Und damit ist er im Topf. Aber wirklich vollständig ist er, wie es auch hier nochmal sieht, nur wenn wir dann darüber hinaus kurz wenige Tage später Ihren unterzeichneten Antrag und Ihren unterzeichneten Weiterleitungsvertrag postalisch erhalten. Die Kolleginnen und Kollegen rund um Stefan Salomonsberger im Projektteam nehmen diese Anträge auf und führen die zusammen und dann ist der Antrag vollständig und wie gesagt, im Windhundrennen zählt die Minute, in der Sie das abgeschickt haben, aber vollständig ist er erst, wenn wir die beiden unterzeichneten Papierdokumente auch bei uns haben. Ja, und dann vielleicht auch wirklich, ich greife das nochmal auf, der Appell auch von mir, bitte reichen Sie erst den Antrag an, wenn Sie wirklich alle Unterlagen haben und dann auch bitte nur einmal. Wir haben einfach schon die Fälle und das erleichtert uns nicht gerade das Arbeiten, indem uns Anträge zwei- oder dreimal zugekommen sind mit unterschiedlichen Fördersummen, beziehungsweise manche Kolleginnen und Kollegen haben einfach in der Eile gar keine Fördersumme eingetragen und das können Sie sich überlegen, dass das natürlich für uns dann ein erhöhter Aufwand ist, weil wir sie gegebenenfalls alle wieder rekontaktieren müssen. Oder wenn wir ganz gemein sind, würden wir das von vornherein ablehnen. Und ich glaube, das schafft Unmut. Das heißt, nehmen Sie sich lieber die Zeit, diesen Antrag ordnungsgemäß zu Ende zu bringen, dann sind wir auch zügiger und besser in der Bearbeitung. Aber vielleicht, weil auch die Frage kam, möchte ich bitte hier noch keine Aussage treffen, wie rasch wir diese gesamten Anträge abgearbeitet haben oder wann Sie denn gegebenenfalls auch Ihre Bewilligung bekommen, ob das in einer oder zwei oder drei Wochen ist. Ich weiß, dass es für viele dringend ist, dass viele von Ihnen vielleicht mit einer Maßnahme auch gerne beginnen möchten. Da würde ich Sie einfach bitten, kontaktieren Sie uns dann lieber per Mail schriftlich.
dann ist das ein Vorgang, den haben wir dann direkt in der Kommunikation mit Ihnen liegen. Aber eine Aussage kann ich hier einfach nicht verbindlich treffen, wie lange wir benötigen, um Ihren ganz speziellen Antrag auch abzuarbeiten. Genau, die E-Mail sehen Sie hier unten auch nochmal, verlag@neustadtkultur.de. Wir haben tatsächlicherweise, wir sind 10 Minuten über der Zeit. Ich habe eine Stunde versprochen, jetzt haben wir dann doch ein bisschen länger gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich noch ganz kurz Ihre Zeit für 2 Fragen, zumindest die noch in dem offenen Pool drinnen sind, noch ganz kurz, Herr Schenk, Sie noch bemühen darf. Sie wollen ja wahrscheinlich auch irgendwann mal in Ruhe sich nochmal die ACFO vorlesen lassen, natürlich. Oder ab, es gibt nichts Schöneres im Homeoffice, ja. Auswendig aufsagen lassen. Das betrifft vielleicht nochmal 2 unterschiedliche Punkte, aber ich finde die ganz interessant. Das sind zwar ein bisschen tricky Fragen, aber vielleicht berührt sie einige. Wenn mehrere Verlage in einem Verbund von Verlagen organisiert sind und nur die Gruppe im Handelsregister eingetragen ist, nicht aber die Verlage, können dann 2 Verlage gemäß der Regelung der verbundenen Unternehmen eingereicht werden? Ha, das ist wirklich... Soll ich nochmal vorlesen? Ja, nicht. Ich glaube, ich habe es verstanden. Also es geht darum, zählt das als ein Verlag oder eine Gruppe, weil es nur einen Handelsregistereintrag gibt? Aber das ist nicht das Unterscheidungskriterium, sondern tatsächlich die Frage, sind es verschiedene Rechtspersönlichkeiten? Mhm. Wenn es mehrere Rechtspersönlichkeiten innerhalb dieser Gruppe gibt, mehrere GmbHs, eine GmbH und eine KG, OHG, was auch immer, mhm, auch GbRs, aber wenn es mehrere unterschiedliche gibt, dann können auch 2 Anträge gestellt werden. Wenn es aber nur eine Rechtspersönlichkeit gibt und die ganzen Verlage im Prinzip nur Imprints sind, ohne eigene Rechtspersönlichkeit, dann geht es nicht. Dann ist es tatsächlich nur ein Antrag möglich. Vielen Dank, Herr Schenk. Das war eine sehr komplexe Frage. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt. Ich glaube, einen Abend mit Ihnen zu verbringen und bei einem netten Italiener kann man sich auch wunderbar über diese Dinge unterhalten. Also diese trockene Materie bringen Sie wirklich sehr einfach und sehr anschaulich rüber. Und da bin ich Ihnen echt zu Dank verpflichtet. Danke. Das ist uns eine große Unterstützung. Dann nochmal, der Nachweis der Geschäftsführung war nochmal eine Frage, ob für den Nachweis der Geschäftsführung eine Gewinnermittlung des Steuerberaters genügt oder ob das etwas ausführlicher sein muss oder noch etwas anderes. Ich glaube, wir haben einfach eine ganz große Bandbreite hier an unterschiedlichen Größen und Aufstellungen von Unternehmen. Dann ist die Frage, ob dann für den Nachweis der Geschäftsführung auch die Gewinnermittlung des Steuerberaters genügt. Gute Frage. Ich würde jetzt spontan, aber mehr aus dem Bauch heraus sagen, ja, das genügt. Aber im Notfall, wenn Sie aus dem Bauch heraus sagen, dann würde ich Sie trotzdem bitten, einfach nochmal uns zu kontaktieren. Und wenn Sie dann eine ganz rechtsverbindliche oder eine verbindliche Antwort haben wollen, dann geben wir Ihnen gerne per Mail. Wollen wir uns vielleicht so einigen, Herr Schenk? Ist vielleicht ja. Ich vertraue auf besser. Ihr Bauchgefühl tatsächlich, aber wir wollen ja hinterher keinen. Ja. Keinen Blödsinn irgendwie erzählen. Nee, es ist vielleicht besser, wenn wir das nochmal richtig recherchieren. Ja. Und dann im Nachgang die Antwort per Mail geben. Und dann würde ich jetzt dann aber wirklich auch mit Blick auf die Uhr sagen, weil wir Viertel nach 6 haben. Es sind zwar noch einige Fragen offen und ich weiß, dass das Team im Hintergrund eine unfassbare Menge an Fragen bereits beantwortet hat, wofür ich jetzt dem ganzen Backup-Team herzlich dankbar bin, dass es jetzt schon einen weiteren Feierabend auch opfert, um diese ganzen Fragen zu beantworten. Ganz viele Fragen, die offen sind, die sind nicht verloren. Diese Fragen erreichen uns auch immer wieder. Nein, wir nehmen die auf und wir bearbeiten die weiter. Und falls es Sie beruhigt, Herr Schenk und ich haben heute Nachmittag kurz miteinander telefoniert und wir werden diese Fragen oder wenn es spezielle Anpassungen gibt, die dann auch in unsere FAQs einarbeiten, sodass Sie sicher sind, dass keine Ihrer Fragen und vor allem auch keine der Antworten in irgendeiner Weise verloren geht. Das ist ja klar, Herr Schenk. Das haben wir ja so am Nachmittag vereinbart. Das darf ich ja so weitergeben. Das ist wunderbar. Selbstverständlich. Wunderbar. Gut, dann noch was. Dieses Webinar ist ja aufgezeichnet worden und wird sich dann spätestens morgen oder sagen wir lieber frühestens morgen dann auch auf der Website befinden. Dann können Sie sich das alles nochmal in Ruhe anschauen und sich nochmal zu Gemüte führen. Dann vielleicht mit einem Müsli oder einer netten Tasse Espresso und einem Stück Kuchen. Das würde ich dann empfehlen zur Nachschau.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Nicola Meyer für die Beratungsstunde. Ich bedanke bei mich dir bei ebenso, Herrn danke. Gerne. Dann bedanke ich mich bei Herrn Schenk und seinen Mitarbeiterinnen, von denen wir wissen, dass sie Ihnen wieder treu zur Seite gestanden haben. Genau. Dann wie einer anderen Plattform, um gegebenenfalls den Chef auch nochmal zu beraten. Also Sie sehen, es sind nicht nur wir drei im Vordergrund, sondern wir haben ein ganz großes Team im Hintergrund. Ja. Genau, da steht ein ganzes Team im Hintergrund, ja, in der Tat. Im Webinar mitarbeitet, deswegen auch nochmal an allen meine Teammitglieder und Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund noch mitgearbeitet haben, auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Dann auch ein herzliches Dankeschön an Sie fürs Durchhalten. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie einen dieser Aquos-Anpest-Abende, lesen Sie sich durch, öffnen Sie eine Flasche Wein oder ein Bier und wir freuen uns dann auf Ihre Anträge. Und damit bedanke ich mich und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Auf Wiedersehen. Genau. Schönen Alles Abend. Gute. Ja, tschüss. Ja. Viel Erfolg für Ihre Anträge.